Hey, die Knappe! Okay, den behalten wir. Wir spielen Rusty Lake Hotel. Wir haben beim letzten Mal Hirschfilet mit Champignons und Rosmarin perfekt zubereitet. Mit drei Sternen. Heute, wir haben bereits eine Karotte aus der Tasche von Mr. Crow bekommen und wir werden jetzt Kaninchen zubereiten. Das bin übrigens ich, das Kaninchen. Hallo. Uns erwarten ein paar Zaubertricks. Nack, nack. Warum wird denn Hase so ein Geräusch machen? Ich hab keine Ahnung, was machen denn Hase für Geräusche? Pass auf, keiner, außer wenn sie Angst haben, machen sie. Pass auf, in welchem Stimmt. Ja, stimmt. Da ist Mr. Rabbit. Rabbit. Was sieht gut aus. Als ob du das First Try herausgefunden hast. Woher wusstest du das? Ich weiß es einfach. Killer Instinct. Oh, hallo. Mir gefällt der Hut. Oh, da, Maeve, da ist dein Trick. Ja. Wir zaubern den Hut das aus dem Hasen. Das Tattoo schon wieder, das haben wir schon mal gesehen. Also dreieckiger Stein. Und wir machen das Becherspiel. Ich habe dreckiger Stein gelesen. Kann auch beides sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich bin der dreckige Stein. Oh, der Klassiker. Du kannst den Ring klauen. Oh, ich weiß, ich befürchte, ich weiß, wie wir den Ring kriegen. Ja, ich weiß auch. Hier gibt's bestimmt auch ein Messer im Vorhang. Oh, okay, wir müssen herausfinden. Okay, pass auf. Dieses Logo da oben links, das war die 2. Wir sind König! Oh, Mr. Mr. Owl ist der König. Das war voll das gute Kartenset. Mr. Owl ist das Logo. Oh, ein Rusty Lake Kartenset hätte wirklich was. Ich bin mir sicher, es gibt eins. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keins gibt. Ich habe sogar einen Kurzfilm gemacht inzwischen. Schau nach. Mr. Rabbit. Rusty Lake Theater präsentiert am Sonntag, den 7. August. Oh, das ist ja bald. Was ist das für ein Symbol oben rechts? Das müssen wir uns auch merken. Das ist das Graue. Der erstaunliche Mr. Rabbit. Zaubershow. Ach, genau, gibt es an der Abendkasse. Das ist diese Glocke vom Essen, ja. Ja, Farbe Grau ist einfach nur relevant für seinen Schlüssel, würde ich sagen. Ich glaube, er wird nicht noch eine Show machen. Oh nein, unten und oben, da sind doch Zeichen auf dem Plakat. Gehen wir noch mal bitte aufs Plakat. Siehst du da unten Karo. Und oben diese Zeichen? Oh ja. Nein, nicht die Karo, genau da, wo du mit der Maus gerade oben ist, was genau du das. Oben ist die 8 und unten eine 4. Oh ja, yeah. Okay, yeah. Dann die 8 ist, okay. Die 8 ist dann das. Mehr Karten haben wir gerade nicht. Dann würde ich sagen, wir klappern mal eine klassische Location ab. Ja, die Karten finden. Ich hasse es, dass ihr inzwischen wisst, dass man alles durchgeht, dass sie es immer nur unten, unauffällig, nur unten platzieren. Erstmal wieder alle Items, die wir überhaupt haben könnten. Wenn nicht das gleiche passiert wie mit dem, sieht's gut mit dem aus. Glas. Tada! Kommt ja ein Hase raus. Lila, rot, weiß, orange. Das hat mich beeindruckt. Mich auch. Lila, rot, weiß. Ja, das ist richtig. Und jetzt? Oh, er hat mal hinter seinem Ohr. Was hast denn du da im Ohr? Wie kommt das denn dahin? 8 und 5. Oh, da war jemand. Oh, da war jemand am Fenster. Da war jemand am Fenster. Was? Hä, ich hab's auch nicht gesehen. Hä? Melf, du hast es aber auch gesehen, oder? Ja, natürlich. Moment, das bekommen wir. Wieso war da jemand am Fenster? Ich weiß es nicht. Vielleicht passiert's ja nochmal. Vielleicht war's ein Secret. Oh, Mr. Rabbit. Der ist total. Glaubt ihr, Mr. Rabbit ist falsch hier? Nein. Ja, das. Aber. Ist oftmals die begnadetsten Künstler, der die so glücklich haben. Nur weil man glücklich ist und einen Job hat, heißt das nicht, dass man keine Therapie braucht. Ja, vielleicht finden wir noch raus, was ja gar nicht. Das, guck mal, das da, ist keine Therapie, Johnny. Okay, da war 8 und 5, da kannst du gucken, was das. Doch, es ist Therapie und Angeln. Okay. Das stört mich, dass. Oh, da war er wieder. Da war es wieder. Was? Du hast es jetzt auch gesehen, oder? Ich hab's auch gesehen. Ich glaube, ihr seid verrückt. Du musst wieder eine Karte wegstecken. Ich hab's immer noch nicht gesehen, muss ich sagen. Steck die 5 rein und guck, was das für ein Zeichen ist. Den Punkt sehe 50-50. Komm schon jetzt. Ich will's auch sehen. Da, das Zeichen ist die 5. Hab ich gerade was klopfen gehört? Das war wahrscheinlich Folie. Das war mein Glas. Oh. Meine ist so ein Lärmfolie. Hallo. Hier bei Schmuck. Aber
Und wir haben dieses Spiel mit der Hand und den Dingens da. Und wir haben ein Messer. Ihr glaubt immer, kann da was machen. Ja. Soll ich euch nochmal diese Horrorgeschichte erzählen? Welche? Wisst ihr, wie man das bei den Yakuza macht? Schneidet den Finger ab! Ich habe Yakuza Zero angefangen. Oh, yeah. Ich hab's mitbekommen. Dieses Spielzeug gebe ich direkt beim Verkäufer wieder zurück. Und dann hat er eine verbundene Hand. Wo bleibt ihr denn? Ich hab keinen Bock mehr. Du bist ein Ring, Alter. Oh, guck mal, was ich machen kann. Schauen Sie genau hin. Okay. Ist es nicht das, was man eher nicht machen darf? Genau hinschauen? Ja, er soll schon genau hinschauen. Denn er entscheidet, wo du genau hinschaust. Ja, genau. Ah! Links. Ja. Hey! Ich liebe diese wiederkehrenden... Ein Fingerhut! Ich spiele den Fingerhut! Monopoly. Okay. Hey, kommt das Bügeleisen, aber ich bin der Fingerhut! Hey, wieso krieg ich das Bügeleisen? Mein Gott, nimm den Fingerhut! Melf ist eindeutig der Fingerhut. Zylinder in diesem Fall. Stimmt. Das stimmt. Oh Gott. Aber wer nimmt den Schuh? Dann macht man nicht Auge. Kann man da den Ring reintun? Dreckiger Stein. Ja, stimmt. Oh, und wir bekommen den Schlüssel dafür. Guter Tausch. Okay. Na dann. Come on. Wir brauchen doch noch 3 Schwerter. Vielleicht kommt die Person nur, wenn man schnell vorbei ist. Also. Oh Gott. Oh. Oh, aber wer ist er denn? Den kennen wir aus unserem Geburtstag. Mr. Dark Rabbit. Ja, der ist einem Clan beigetreten. Dann geben wir ihm kein Auge. Ich glaube, dem kann man nichts geben. Der hat ein Achievement gegeben, wenn man ihn gefunden hat. Und weg ist er wieder. Hast du ein Auge? Schauen Sie genau hin. Wir haben doch das Auge, so genau hinschauen. Ja. Wir haben doch ein paar andere Optionen offen. Aber der hat noch so einen Entfesselungstrick. Oh, ich habe die 4 gefunden. Oh! Warum schaue ich überhaupt? Die 4 ist das letzte übrig. Erstmal schauen, wo die 4 hinkommt. Man kann ja nie wissen. Doppelt absichern. Nicht schlecht. Ah, noch ein Schlüssel. Der Schlüssel war die ganze Zeit über da, aber wir haben ihn nicht gesehen aufgrund der optischen Täuschung. Der Schlüssel war in unserem Herzen. Genau das meine ich. Siehst du, Entfesselungskünstler. Was hast du da drin versteckt? Mave, wer ist da drin? Ich glaube Fully. Ist da der wahre Mr. Rabbit drin? Kannst du irgendwie ganz rechts und links klicken für die Schwerter? Also nicht direkt aufs Regal, sondern so ein bisschen daneben. Da ist der Großvater vom Detective drin, an den der andere Rabbit... Ach so, das sind diese... Das sind daneben. Was meinst du mit daneben? Ich habe jetzt überall... Dieses Schwertgame. Ach so, mit dem Fass, ne? Wo man so ein Schwert reinsteckt. Man sticht Schwerter rein und dann ist da der Zauberer und überlebt das. Bin ich noch in das Zimmer, da unten ist doch ein Schlüssel. Nein, ist das andere Bein. Stört mich, dass man da nicht weiter rein kann in das Schlafzimmer. Ja, wir brauchen unbedingt das Dreieck und das Auge. Dreieck und was Auge. Ach ja, das ist nur Mr. Ohl, das ist nichts Besonderes, glaube ich. Uns fehlen auch noch die weißen Bohnen. Ja, so, wo sind die Bohnen? Zu denen haben wir noch gar keinen Hinweis. Meinst du, oh, pass mal auf. Ja, ich dachte, das wäre so klar, aber irgendwie uns fehlen halt Schwerter. Ja. Ja. Da können wir das Auge bestimmen. Es sieht aus, als ob da das Auge sein sollte. Ja. Da könnte man es irgendwie öffnen, ja. Wir haben auch kein Messer mehr. Du kannst auch keine Sachen kombinieren, oder? Mm-mm. Ja, das bitte noch? Auch nix. Vielleicht müssen wir einfach beim Hasen nochmal genau hinsehen. Wahrscheinlich. Okay. Ich auf seinen Kopf achten. Passiert sonst was an seinem Körper? Irgendwie schauen nicht. Schauen Sie genau hin. Er glitscht ein bisschen Pass durch den Zylinder. Auf. Ja. Nee, jetzt nicht mehr.
Was? Oh. Okay. Was, weil ich eben mit Dreckingstein angeklickt habe? Man musste wahrscheinlich einfach ein bisschen und... Oh, da ist er! Ja, siehst du, das ist immer echte. Noch! Immer noch! Hi. Da kommt der dreieckige Stein rein. Jetzt ist er... Oh. Oh. Ja, gut. Hallo. Das erinnert mich an Skin-Wrapping. Wenn man solche Skelette von Dinosauriern findet, dann fängt man immer an, sie zu designen, als wäre die Haut viel zu nah am Skelett dran und eigentlich sehen Tiere nicht so aus. Ich habe ein Schwert gefunden. Da sind sie ja. Ich meine, wir wissen, was wir tun, aber uns fehlen immer noch die Bohnen. Ich meine, wir wissen zumindest, wie das hier funktioniert. Oh, oh. Oh, wir haben es schon. Ja. Ich meine, ich habe mir gedacht, dass wir ihn jetzt umbringen damit. Ich weiß auch nicht, wo die Bohnen sein könnten. Na ja, gut. Nein. Dann haben wir ihn verkackt, oder was? Yep. Dein Fortschritt wird hiermit gelöscht. Ich will nicht komplett neu starten. Was soll das denn immer? Kann ich nicht einfach nur das eine neu starten? Oh, man kann das. Oh, da. Okay. Die Galerie. Nee, oh, die Galerie. Doch nicht. Die Drei-Sterne-Galerie. Ja, wie auch immer. Machen wir mal weiter. Ärgerlich. Oh, was? Ich finde mir noch weiße Bohnen hier. Oh mein Gott. Wer hat die Bohnen gegeben? Wir hätten das Messer gebraucht, aber das war ja schon weg. Oh. Das hätte man mit dem Messer machen müssen. Das Spiel ist echt ein bisschen fies, was das angeht. Was hätten wir machen müssen mit dem Messer? Wir hätten damit das Porträt von Mr. Owl aufschneiden können. Oh. Das habt ihr sogar gesagt. Ja, genau. Ja, aber das Messer, wir hätten das halt machen müssen, bevor wir damit den... Ja, das ist nicht cool, dass man das Messer sollte man das denn wissen. Ja. Vor allem ist es uncool, dass das Messer dann weg ist. Ja. Aber gut, dann... Ich hätte mir es wieder rausnehmen können, das Messer. Wir haben nicht mehr geguckt. Scheiße. Vielleicht, ich möchte vielleicht. Das richtig zubereiten. Was, wenn ich jetzt nochmal... ins Zimmer gehe? Ja. Könnte ich nochmal da rein? Nein. Der Zugang ist nicht so gestartet. Blöd. Man muss wohl den perfekten Playthrough hinlegen, wenn man das ja, machen schon, will. Aber... Das erklärt, wie ich auf meine 4 Stunden kam und Mave auf 2. Ich kann nur so sagen. Na, ich hab wahrscheinlich das ist ein trauriges Gericht. Das ist einfach nur Hase mit Karotte. Ja. Das Urteil. Ja, nur 2 Sterne. Egal, wir versuchen es jetzt einfach mal so und am Ende können wir dann auch noch, oder kann ich dann noch schnell einen blitzschnellen Playthrough machen, wo ich das Zeug hole. Es geht ja nicht schnell, wenn man weiß, was man macht. Ich vermisse Mr. Rabbit. Morgi ist ein Flinker. Nicht so schnell wie Mr. Rabbit, aber ich gebe mir Mühe. Ja. Wo die ist Mr. Lobby. Rabbit? Helfst du bei darf die Gäste in Zimmern? Nichts. Aha. Die Lampe. Ja. So, ich bin mir sicher, es gibt hier wieder in der Lobby was zu suchen. Ja, bestimmt. Was brauchen wir denn gerade? Oh, da ein Sternschnur. Oh, ist so dunkel. Ja. Scheiße. Die Lampe hast du ja angemacht. Kannst du die nochmal anmachen oder so? Aha. Oh, da ist eine Fledermaus. Ja, das ist wirklich eine Fledermaus. Sind schon creepy Tiere, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Okay. Und essen sollte man sie auch nicht. Nee. Abgehört ist ungesund. Was und jetzt? War das jetzt gut? Keine Ahnung. Morgen brauche ich frisches Fleisch. Okay, wo wollen wir hin? Oh. Ich habe so eine Vermutung. Wir wollen zur Taube. Dann gehen wir zur Taube. Schnappen wir uns doch mal das Täubchen. Taube ist Rezept Nummer... Nummer Taube. Das heißt, ich habe eine Vermutung, wo wir hingehen müssen. Nee, ich glaube, wir müssen in Zimmer 3. Ich weiß es hier? Nicht, aber zum Glück steht der Name dran. Mrs. Und wieder Pigeon. Mal lag ich richtig.
What happened to Mr. Pigeon? Oh, hallo. Sie redet nicht gern darüber. Bringen Sie mir Mais. Elektrikutieren wir sie. Oh nein, oh Gott. Oh, stimmt. Oh, ja. Das war die eine Zutat, die wir brauchen. Brombeeren. Brombeeren. Ein wundervolles Bad inmitten dieser elektrischen Geräte. Hat einer von euch dieses Tauben-Dating-Spiel gespielt? Es sind so viele elektrische Geräte hier. Dann bist du ja bestens vorbereitet jetzt, oder? Hm. Kannst du die Teile verschieben? Ah ne, du setzt die immer nur in deren Flächen, ne? Ah ne, du... Oh, ich muss verändern, das ist ja okay. Du musst ihn jagen und alles zubauen. Und verkackt. Oh, das ist cool. Das ist schwer, finde ich. Ja. Weil vielleicht müsstest du eigentlich nur immer außen... Nee. Ja, immer außen ist gar nicht verkehrt eigentlich. Ja, aber das geht auch nicht immer, glaube ich. Ich doch eher immer innen. Warte. Yeah. Oh, stark. Sehr gut, Ich muss auf jeden Fall immer zuerst versuchen... Ja, jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn gefunden. Warte. Jetzt haben wir ihn bei den Hörnern. Nicht so voreilig. Okay. Ja, das war's. Siehst du? Ja. Scheiße. Fast richtig. Weil war ich so sicher, dass es diesmal richtig ist. Du hast einfach zu wild geklickt. Ja, das war wieder verkackt. Falsch. Wir müssen ihm immer mal einen Stein in den Weg legen. Jetzt zum Beispiel. Warte. Ja, da. Shit. Mm. Ja. Ich lege auf jeden Fall mal hier. Dann da. Und jetzt. Sehr gut. Oh ja, das ist stark. Jetzt mach einfach dicht. Der kommt da eh nicht mehr hin. Oh Gott, da ist noch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall. Vorsicht. Ja. Ja. Muss ich noch alle Ecken erwischen? Ja, ich glaube, du musst so dicht machen alles, oder? Nee, oder du musst ihn halt auf ein Feld machen. Ja. So oder so, wir haben es geschafft. Das ist ein nettes Minispiel. Das weiß ich zu schätzen. Ja. Das kann man durchaus mal mit der Familie spielen. Ist auch nicht so schwer, wie ich jetzt zuerst dachte. Man kann's relativ schnell schaffen. Ich komm hier nie wieder raus. Und tschüss. Der Hirschkäfer. Hat ja echt nur gereicht, glaubt ihr, der kennt Mr. Deer? Ja, auf jeden Fall. Ja. Stimmt. Mein Lieblingssender. Das gefällt mir nicht. Mach mal wieder zurück. Danke. Da war so eine Musik, oder? Was? Da fehlt... Oh, das können wir da direkt rein. Oh, bitte geh wieder zurück. Oh. Da rein. Nein. Das ist der Prozess, wie Nächste aus einer Schritt. Form ein... Da ist ein Schlüssel noch. Ich liebe sowas. Wie heißen die nochmal? Die habe ich immer selbst gebastelt. Daumenkino. Fast. Nee, aber... Ist der Schlüssel jetzt neu? Animation? Ja, das ist neu. Die fand ich super. Ich habe so ein Rad genommen und dann so mit schwarzer Pappe immer so sind doch nicht die Lücken. Brombeeren. Hat die Taube vielleicht die Brombeeren in ihrem Schnabel versteckt? Geben Sie es doch zu, Frau Taube! Öffnet ihren Schnabel. Leugnen ist zwecklos. Geh zurück zu den Dingen. Ah, stimmt. Das sind die Radiosender. Ja. Also 2, 3, 4. Warte mal, ich schreibe das jetzt. Jemand davon vielleicht ein. Oh ja, kannst du auch einfach aufschreiben. 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Okay, dann versuchen wir das. 2, 3, 4, 3. 4. Oh Gott. 3, 2, 1. Ja. Sehr schön. Ein Schlüssel. Easy. Ein schlimmer Schlüssel. Und jetzt geben Sie uns die Beeren. Wofür ist der Schlüssel? Oh Gott. Und in dem Moment schlägt der Blitz ein. Okay, es reicht doch nicht, die Energie.
Ich will ja wissen, wo der Schlüssel ist gerade. Die Sache ist, ich will ja noch nicht den Mais geben. Ich will das noch nicht so sehr voranschreiten bei ihm. Ich will nicht schauen, dass wir die Brombeeren finden. Klickt mal auf die gute Taube. Einfach so. Bringen Sie mir Mais. Okay, mehr macht sie nicht. So, was wir aber machen können, wäre die Zahlen herausfinden. Ja, die stehen da. Okay. Quadrat plus Kringel ist 9, okay. Das da oben will ich mir gar nicht erst merken. Na, da wiederum, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, was das sein kann. Aber du kannst ja schon mal merken, dass es das rote Symbol ist. Ich sage, oh warte, Quadrat ist entweder 1 oder 3. Ja. S minus Kringel ist 2. Okay, Quadrat ist... Ne, was war es? 2, oder? Ne, du meintest, es könnte auch 1 sein. Dann ist Quadrat 1. Das könnte 1 sein. Warte mal, wir gucken nochmal. Dreieck plus Quadrat sind 4. Das heißt, es ist entweder 3 oder 1 nur. 3 so, plus Quadrat sind 4 und das sind 5. Okay, das heißt, das Dreieck ist definitiv eine 1. Eine 1, genau. Ja. Das Dreieck heißt, ist 4 ist Quadrat ist die 3. Und der Kringel ist eine 6. Genau. Shit. Und was? Kringel ist eine 6. Oh, wirklich? Ja. Und jetzt müssen wir gucken, was S ist. Ja. Yeah. Oder? 8. Oh, no! Oh. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Hör auf! Dass du den Ausgleich zweimal aus Versehen gedrückt hast. Oh, gib mir die Brombeeren! Kannst du den Mund geben? Dann kann ich das Popcorn an dir rösten? Ja. So weit, so gut. Ja, langsam befürchte ich, uns bleibt nicht viel übrig, als wir die Meister geben. Wir kriegen was fürs Rösten des Gehirns, ja. Glaubt ihr, wir können das da oben aufschneiden? Hallo. Hallo. Das ist, glaube ich, nur ein Elektrizitätssymbol, oder? Da ist nämlich das Ding, wir haben irgendwie eine positive oder negative Ladung oder so dann am Ende. Mal hier haben wir einmal die Lampe angemacht, das ist die erste Lampe. Hier fehlt die zweite Lampe. Die können wir aber noch nicht anmachen, ja. Das ist mein Jam. Was habt ihr erreicht? Lampe. Wir haben einen kleinen Vogel. Ich würde sagen, gefunden. Wir geben ihr langsam mal den. Was? Oh Gott, der Vogel. Ich war weg. Ich muss mein Internet fixen. Oh, du hast den Vogel nicht gesehen. Pass mal ja. auf. Ja. Oh. Was? Nonstop? Oh Gott. So, bis ich hier aufhöre. Ich glaube, das ist eins für das dir. Das kribbelt, glaube ich, ein bisschen. Morgi, tu mir das nicht an. So, wollen wir ihr den Mais geben inzwischen? Ja. Wirklich, ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie fällt es uns an? Wie so eine Taube. Wie zufrieden sie ist, während sie die Schreie ihres Offsprings hört. Oh, da ist der Schlüssel. Okay, wir können ihr... Und jetzt gib uns die Brombeeren. Wir können ihr Kind befreien. Ich weiß, dass du sie versteckt hast. Oh, ja, wir haben keinen... genau, dass sie sie hat. Der kleine Mann hilft uns bestimmt bei den Brombeeren. Boah, einfach mal ein Bad nehmen. Ich glaube, der ist ein bisschen kaputt. Trail ist ein bisschen warm dafür. Badet ihr manchmal? Ja, wenn der Winter super gerne. Deswegen hasse ich es, wenn es immer warm ist. Das Baden super eklig. Baden stelle ich mir halt so super vor, aber ich habe es wirklich Ewigkeit nicht mehr gemacht. Oh, er hält es jetzt einfach runter. Perfekt. Was wird von ihm? Jetzt Gott, der müssen sieht wir den Hirschkäfer aus. Da rein ins Rad tun und dann läuft das die ganze Zeit. Das ist so ein kleiner Bengel. Oh mein Gott. Wow. Ich glaube, wir haben die Brombeeren wieder verpasst, aber jetzt ich wird Strom in dem Kronleuchter. Wo sind die verdammten Bären? Johnny, wo sind die Bären? Verdammten Bären. Johnny, guck nach. Das mit dem Radiosender hat zu diesem Zeug da geführt. Beziehungsweise schau nach und sag, ob wir schon verkackt haben. Wächst. Ach so, soll ich tatsächlich nachschauen? Ja. Boah, da muss ich erstmal. Die haben ja überhaupt keinen Hinweis auf irgendwelche. Oh, scheiße. Oh, nicht zu spät. Nee, wir haben eh keine Items mehr. Zu spät. Wo wären die Brombeeren gewesen? Ja, ich schau nach. Wir sind nicht gut drin, die Zutaten zu finden, wir sind so gut versteckt. Wir sind echt gut versteckt.
Ist halt die Frage, sind sie gut versteckt oder sind sie einfach nur so scheiße versteckt, dass man nicht drauf kommt? Oh, ich hab den Weißwein! Yay! Das heißt, als nächstes muss der Fasan dran glauben. Auf Fasan sterben. Der Fully also. Was? Den Vogel 6-mal elektrifizieren, dann spuckt der Blackberries aus. Och nee. Ich wusste, er hat Und Morgi hat ihn 3-mal elektrifiziert. Ich wette, das sind. Oder ich wette, das ist also es sind absichtlich sehr, sehr schwere. Ja, das ist, damit man es auch mal spielt. Ja, ja. An dem Punkt finde ich es nicht mal mehr wirklich schlimm. Es gehört irgendwie dazu. Das ist dann so eine Art East. Also. Ich glaube, das war so Orange. Nee, das Rote war das. Okay. Morgi holt es bestimmt nach bis zur nächsten Folge. Mhm. Kann ich machen. So, dann gehen wir mal eine Runde kochen. Ich möchte das zubereiten. Vielleicht bekommen wir es dieses Mal hin. Und langsam bin ich auch im Modus, um sowas herauszufinden. Ich lieb's, wie er einfach so lässig mit einer Hand in der Hosentasche die Bratpfanne schwenkt. Alle haben eine Hand in der Hosentasche. Urteil. Yeah. Mr. Bodo, das ist so ein die Hose atmen. Und das Schwein da ist und das Schwein wir schon gemacht haben eigentlich, theoretisch. Das ist eine Sauerei. Das Schwein hätte die ganzen Sachen gar nicht mehr essen sollen. Eine Sauerei. Man kommt an sich aber wirklich schnell durch das Spiel durch. Wir brauchen noch einen Gegenstand. Achso, willst du jetzt Wir sind einfach gut. Aber ja, das schnell, also. Ach stimmt, den hatten wir ja schon, den Weißwein, stimmt. Kommt drauf an. Wir können aber trotzdem noch eine Runde drehen, weil... Ja. Kommt drauf an, mit welchem Rusty... Oh nein, warte, wir haben jetzt den Weißwein bekommen, weil wir die Taube gekillt haben. Ja, das heißt, den Rotwein bekommen wir dann danach, wenn wir Versagen gekillt haben. Ja, und das heißt... Ach nee, das heißt gar nichts. Das ist nur fürs Wildschwein wichtig. Das Wildschwein kommt als letztes. Ja. Mr. Boar hätte längst tot sein sollen. Mr. Rabbit ist nicht mehr unter uns. Das ist immer noch einmal spielen. Das ist immer noch einmal spielen. Oh mein Gott. Ah! Okay, das ist vielleicht die Sache ungemein. Okay, los geht's. Ja. Let's go. Direkt zu Mr. Owl. Geh auf sein Bild. Oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh ja, yeah, stimmt. Ich vergesse ins Gesicht. Yes. So, wir können schon wieder gehen, glaube ich. Können wir direkt wieder gehen? Nee, nein, wir müssen alles machen. Wir müssen Mr. Rabbit noch können. Ich habe doch keine Ahnung, was die Reihenfolge hier war. Ich auch nicht. Mr. Obama. Oh, ja. Sammeln wir erstmal die Bilder. Werden wir doch direkt das Messer los. Das kann man jetzt machen. Und jetzt schauen wir nach, ob man zurückkommt. Hätte man das Messer nochmal mitnehmen können? Ja. Guck bitte nach. Nein. Okay. Frech. Ich meine, im Laufe der Mission hat man sowieso alles verkackt, weil irgendwann verliert man ja sowieso alle Items im Laufe des Raums. Ja, gib mir den Hut noch, den Typen. 2 war das. So, jetzt 100 mal. Lila. Shit. Genau. Was ist das? Lila, rot, weiß, orange, genau. So, der mehrmals hin und her und dann hat er auch einen Schlüssel. Dankeschön. Das ist auch so eine seltsame Lösung. Ja. War das auch 6-mal? Ne, 3-mal. Nein. Okay. Aber es war öfter, als ich es versucht habe. Mr. Owl ist unten rechts. Ja, eigentlich nicht. Du hast es geschafft. Ja. Die 8 ist unten in der Mitte. Das Ass war. Ich weiß nicht. Das steht direkt daneben an der Wand. Oh, ich weiß doch nicht. Gehen wir schon hin. Moment. Das Ass war das. Das Ass war das. Okay. Ich habe auch gerade gedacht. Dann unten links. Dann haben wir die 4, die da in der Mitte kommt. Nein, ja, das kommt rechts. Die 5 ist rechts dann. Ja. Das war das. Aber letzten beiden hätte ich so einfach auf gut Glück versucht. Ja. Aber wir wissen es genau. Denn wir haben im großen Buch nachgeschlagen. In dem großen Buch steht alles drin, schlag nach und mach dich schlau. Denn wer will schon fragen, da drin steht's ganz genau. Raten. Ich frage nie wieder, ich lese nur noch Raten. Das Buch. Weil fragen will man ja.
Hey, uns fehlt der Augapfel. Ach, das Auge noch, ja. Das weiß man schon seit der Sesamstraße. Ich stell mir vor, wir können das Spiel nicht mehr machen, weil er tot ist. Der Zauberer findet einen Weg. Der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt wer dumm. Wer nicht redet, bleibt dumm. Ja. Oh Gott. Puh, okay. Morgi hat das richtige Auge dich. Dafür. Okay. Dann sind wir so gut wie fertig. Stechen wir Mr. Hasi ab. Zack. Herr Berg, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Oh, das wird. Der Hasi wird ein Festmahl. Das ist das perfekte Dinner. Ich mag auch diese fröhliche Musik, wenn man den Tag anbringt und der Hasi redet. Diese Harfe. Was für ein Tag. Was für ein schmackhaftes Mal. Muss es zubereiten? Muss es doch zubereiten noch, ja. Wir haben noch mal einen neuen Hasen irgendwie hergekriegt. Falscher Hase. Nehmen Sie sehen. Falscher Hase. Das dritte Abendessen. Was ist falscher Hase nochmal? War das Hackbraten? Müsste. Keine Ahnung. Und Mario, okay. Machst du die ganzen Gerichte auf Dükrim nach? Oh ja. Ja, das würde ich fühlen. Aber genauso genau mit den ganzen Gästen und so. Also das gehört dazu. Du meinst, ich muss die Gäste erst einladen. Nee, als Kostüm siehst du die denn an. Ja, ihr wisst aber schon, dass wir das dann wären. Ja, aber wir wollen doch auch essen. Ich habe mein Geweih schon poliert. Aber bitte für mich alle Gerichte ohne Fleisch, das wäre ganz nett. Und ich bekomme dann gar nichts zu essen. Soße. Weil ich das erste Opfer bin. Das heißt, da müssen wir einfach nur das Küken dreimal schocken. Dann darfst du wieder das Hirschkäfer-Rätsel machen. Oh ja, das fand ich gut. Habe ich nichts dagegen. Fand ich gut. Ja, mach ich nochmal. Lass es plätschen. Lass es plätschen nochmal. Hi. Ich warum nicht? So, Dreieck war 1. Genau. Das war eine 6. Das war das. Und das andere war 8. Und das war 8. Okay. 1, 2, 3. Nein. Oh. Wer macht denn sowas? Ja, was ist denn 6. Das? Holen wir. Nehmen Sie. Warum sind die nicht schon beim ersten Mal in seinem Maul? Das ist doch dumm. Schade. Ja, das ist wirklich doof. Okay. Wie sollen wir das denn machen? Haben wir die Zahl? 2, 3, 4. 3, 4, 3, 2, 1. Okay. Soweit, so gut. Wenn man das zum zweiten Mal macht, ist man schnell unterwegs. Aber wertloses Stück Papier. Für dich vielleicht. Ja. Aktivieren wir den hier wieder? Für jemanden mit einer lebenden Fantasie wie mich. Kann es alles sein. Okay. Zählt mich an, ich bin ein Kerl mit dem Schnauze. Dann pick mal los. Ist das Letzte, was du picken darfst. Fully ist nicht gut, auf Tauben zu sprechen, habe ich heute gelernt. Nein. Die Taube war wirklich wählerisch, was das angeht, aber den Zigarettenstummel, den nimmt sie dann. Das ist einfach Teil ihrer Natur. Ich mag es auch wirklich, dass er das dann runterdrückt. Ja. Er ist sehr hilfsbereit, uns dabei der Hirsch- sie umzubringen. Wo war der Hirschkäfer? Da? Ja. Nein. Na, diesmal machst du Speedrun. Ja, schon verkackt. Ja. Ja, schon verkackt. Ja, war ja so. An dem Punkt kann man nichts mehr machen. Ja, pass mal auf. Vorsicht. Sei bloß vorsichtig. Vorsicht. Okay. Und ich hab's geschafft. Okay. Sehr gut. Yeah, ich werde besser darin. Mach dicht. Sei bloß dicht vorsichtig. Er haut immer ab. Dicht gemacht. Na gut. Lauf, kleiner Hirschkäfer, lauf! Lauf für uns! Wir haben eine Taube zu ermorden! Oh!
dachte übrigens, dass das eine Fotokamera wäre oder so mit so einem altmodischen Blitz. Deswegen wusste ich, dass sie stirbt, wenn man das anklickt. Ich frag mich immer noch, wissen die Leute aus Rusty Lake, was sie hier erwartet? Was? Nein. Sicher? Du meinst, weil sie alle hintereinander umgebracht werden? Ja. Yeah. Und sie das dann auch noch genießen? Vielleicht ist es so ein Club von, wir wollen mal Fleisch vom anderen probieren. Ja, yeah, vielleicht. Wobei, Mr. Bohr hat dann wirklich die also, ist ein bisschen ungerecht. Warum? Ja, Mr. Bohr geht's am besten. Mr. Deer, also ich hab nie was gegessen. Ich weiß nicht. Aber die meisten Tiere sind ja auch gar keine Fleischfresser, also. Ja, eben. Vielleicht ist es danach so, sortiert. Na guck mal, sieht doch schon viel leckerer aus. Wir essen nicht mal was davon, von den Brombeeren, die wir besorgt haben. Sag mal! Macht euch über uns lustig, wir haben die Brombeeren nicht ohne Grund geholt! Wir haben jetzt extra... Dafür ist sein Küken gestorben! Den ganzen Weg auf uns genommen. Nein, das Küken ist nicht gestorben. Ja, aber... Es hat uns halt dabei geholfen, die... Was lügst du hier rum? Als nächstes geht es zum Fasan. Zum Fasan. Das allererste Fasane. Ist das ein blauer Fasan? Ich fand Fasanen klang immer so richtig edel. Oh ja, ja, sieht auch sehr edel aus. Fasan zu essen ist so. Oh. Das klingt sehr gehoben. Das ist privat, da darfst du nicht rein, Mugi. Okay, ich bist dann wieder. Fasan. Ja, stört mich eigentlich die Fledermaus so an. Die hasst dich. Guck dich richtig an, ich. Konzentration. Hasse dich. Okay, bei Fully zu Hause. Hm. Mrs. Fasan, ich mag ihre Schulter. Ich möchte ein Foto von mir. Ich möchte streamen. Ach, richtig. Hey. Surreal. Entwicklungsflüssigkeit. Too soon. Kasperle-Theater. Wann hauen die sich? Das ist, kommt schon noch. Oh, der klassische Uhr. Ja, stimmt. Wo war die Uhr bisher? Und wo ist meine Sprache gerade hin? Oh. Mach mal Guts Theme auf die Spieluhr. Okay, Rusty Lake Theater präsentiert. Das Rusty Lake Theater. Am Sonntag, dem 6. August. In Erinnerung, die Erinnerung des Sees. Ein Drama über Vergangenheit und die Zukunft. Den Hauptrollen. Miss Pheasant als die Dame in Blau. Miss Pheasant als Mr. Crow. Miss Pheasant als Mr. Owl. Karten gibt es an der Abendkasse. Glaubt ihr, Miss Pheasant würde wirklich gern Theater spielen? Ich glaube, sie spielt Theater. Ich glaube auch. So, nee, wir können ja auf jeden Fall ein Bild entwickeln. Eine nasse Glasplatte haben wir, okay. Ja, die gehört wahrscheinlich da rein. Etwas fehlt noch. Die nasse Glasplatte. Die, ja, wahrscheinlich. Oh yeah. Oh. Boah, sie hat die beste Aussicht. Ist schon nicht schlecht. Ich denke, aber sie hat am meisten gezahlt. Wahrscheinlich, ne? So als Fasan. Das wäre sie ein Wohlhabendsten. Ja. Vielleicht Insel. Tut sie auch nur so, als wäre sie reich. Lupe. Ja, und auch so berühmt in dem Sinne. Ich mache Fotoshootings und so. Ohoho. Ich im Rampenlicht? Ach, nicht doch. Miss Pheasant ist noch nicht fertig. Fump! Wir brauchen dieses Blitzpulver. Da müssen wir auf jeden Fall im Hintergrund was malen, aber es fehlt noch Farbe für den Pinsel. Wir müssen das Blut. Im Hintergrund malen. Yeah, Blut. Lady in Blue, Mr. Crow, Mr. Owl. Können wir rote Farbe, ja. Was okay, ich weiß nicht, keine funktionierende Schlüssel da. Vielleicht, ich dachte, der Schlüssel wäre color-coded, aber scheinbar nicht. Der Hut! Gleich. Oh, das ist perfekt, denke ich. Jetzt für Sie. Geht's. Jetzt können wir ein Foto machen. Oh, yes. Machen Sie ein Foto von mir. Oh. Hat die Lampe gerade geflackert? Yeah. Ja. Vielleicht müssen wir beide Lampen anmachen? Irgendwie schon. Wir brauchen die richtige Belichtung, das ist wichtig. So klingt mein Fenster auch. Oh. Grüße. Ah. Au! Ah, was? Das ist die Farbe. Oh ja! Oh, okay. Ich wusste, dass es Blut sein wird. Thymian. There will be blood. Es ist immer Blut irgendwann.
Nee, das müssen wir auf den Hintergrund zeichnen wahrscheinlich. Oh, ne? Ich weiß, das hast du doch selbst schon gesagt. Johnny, hast du das noch offen mit den Lösungen für Thymian? Thymian wächst doch da an dem Strauch. Okay, bevor wir das verpassen, meinst du? Weil nicht, dass wir wieder das komplette Level neu machen müssen. Ich versuche, mich nicht allzu sehr zu spoilern. Ich mache einfach STRG F Thymian. Du kannst doch auf die Leinwand zeichnen, oder? Fein auf Englisch. Ja, ich muss aber im Hintergrund zeichnen. Ich will noch kurz die Augen aufmalen, ob ich nicht vielleicht den Thymian irgendwo finde. Ich bin der Uhr, ne? Ich kann sie abfacken. Also nicht, dass es logisch wäre. Oh, warte. Pass mal auf, die Uhr, die ist, das ist ein guter Punkt. Denn wenn wir das Abendprogramm lesen, dann... da stand gar keine Uhrzeit. Steht keine Uhrzeit, nur ein Datum. Warum steht da 8. August und der bei der Übersetzung 6. Stimmt. Was soll das? Gute Frage. Wofür ist die Lupe? Wir haben ja auch noch das Ding von der Spieluhr, ne? Aber gut, machen wir den Hintergrund. Lady in Blue war das Kreuz. Okay. Das schon. Tada! Das zweite Licht ist an. Können wir ein Foto machen. Wunderschöne Rolle. Sie sind die Lady. Oh. Okay. Oh. Fadenkreuz Dreieck S. Ist das noch ein Röntgen? Yeah. Wo? Vielleicht. Ich finde das Dreieck nicht. Oh. Die Krähenmaske. Jetzt kann sie Mr. Crow werden. Oh mein Gott, ich hab's nicht gefunden, weil in der einen Zeile. Wo haben sie sich verschrieben und dann statt Thyme Rhyme geschrieben? Wow. Mann. Wenn wir mal einmal mit STRG F versuchen, ne? Halt echt. Mr. Crow sind diese beiden Streifen. Geh mal auf die Uhr. Da ist eine Pflanze oben rechts. Stimmt. Oh mein Gott. Ja, Min! Dann kann ich jetzt es war wirklich normal Ruhe weitermachen. Dann kannst du jetzt gehen, Johnny. Oh mein Gott. War schön mit dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Wer geht? Nein, ich bin noch hier. Hey, was? Hab ich zu unsauber gemalt? Mach das nochmal neu. Das ist scheiße. Ich mag's nicht, dass das sich stackt. Ja, jetzt passt das. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Das kann sich sehen lassen. Etwas fehlt noch. Ach, du brauchst noch mal eine Glasscheibe, ne, oder? Ah, oh, das Foto auf Glasscheibe. Ach, das Foto musst du rausmachen. Weiß nicht, wie so alte... Du musst das Foto rausnehmen, irgendwie. Indem du es irgendwo anhängst oder so. Ah, oh, warte, gab es nicht irgendwo einen Punkt, wo man was entwickeln konnte? Ja, da war ich doch gerade, aber... Achso, ja, kannst es ja einfach einen Raum. Okay, einfach anhängen, wie es aussieht. Okay. Nasse Glasplatte. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie diese alten Kameras funktionieren. Ich bin sehr fasziniert. Es ist wirklich Crow. Mr. Crow. Den habe ich ja zuletzt am Empfang gesehen. Netter Kerl. Ja, wirklich mysteriös. Ich gehe mit ihm jede. Das ist eine Uhrzeit. Da war eine Uhrzeit. Ist immer im Wald. 3 Uhr. Aha, es ist also 2:30. Ich gehe mit dem jeden Samstag halb 4. Golfen. Nee, 3:30 kann nicht sein, Mev. Ne, es ist 3:30. Hm. Hä? Kleines Nudel. Warte, darf ich das nochmal sehen? Bis Kasper der Theater. Das war 3:30. Ja, darf ich das nochmal sehen? Was? Was denn? Bist du auf dem Foto von Mr. Crow? Ich dachte aus irgendeinem Grund, der Zeiger wäre auf der 2. Nee, da war auf der 3. Nee. Naja, das ist aber... ein schöner rechter Winkel. Okay. So, kleines Nudelholz. Wer will ein kleines Nudelholz haben? Kasperle-Theater. Ich hab keinen. Oh ja, damit sie sich gegenseitig hören. Oh. Und da ist eine kleine Axt. Ich glaube, er schlägt gleich zurück. Kleiner Mann, los geht's. Warte mal, was ist das eigentlich für eine häusliche Gewalt?
Das ist klassische deutsche Kinderunterhaltung. Das ist nicht das Krokodil, das ist eine Frau. Die kleine Fackel. Ich meine, ich sehe den Unterschied nicht, Johnny. Das ist nicht der schreckliche Drache, das ist mein Ehevibe. Anzünden? Oh yeah. Oh Junge! Und das so hat sie doch noch gewonnen. Sie sind typisch Wilhelm Busch. Mr. Owl. Machen Sie ein Foto von mir. Sie ist so eine gute Schauspielerin. Jedes Mal, wenn wir ein Foto davon machen, erkennt man nicht mal die echte Person von ihr. Ja, sie fühlt sich so komplett in den Charakter rein. Ja. Das ist gerade mit meiner Stimme passiert. Fühlt sie so den Charakter rein. Die Glasscheibe. Fehlt die Glasscheibe noch. So wie jedes Mal. Ja. Wario! Seht ihr? Mr. Wario! Have a rotten day! Oh, okay. Ist da vielleicht, ne? Genau. Was ist das? Ein Blitz? Nein, ich weiß, wofür das ist. Ah, ja. Ah. Wie nennt man das nochmal? Gehen da 4 nach links oder 5? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so sehr drauf geachtet, weil ich jetzt erst verstanden habe, was du wolltest. Ich weiß auch gar nicht, worum es geht. 2, 3, 4. Ja, dann 3 nach rechts. Ah. Okay. Ist die Frage, wo man anfängt. Ich schätze, musst du oben links anfangen, sonst haut das nicht hin. Ach so. Ja. 1, 2. Oben rechts. Nein, 3. So, richtig. 3, und jetzt wieder nach links, oder? Genau, richtig. Ja. Stimmt, ah ja. Das letzte. Und der letzte ist eins nach rechts unten, oder? Nee, eins nach links, das, oder? Nee, war was? Eins weiter weg. Der letzte war schwer einzuschätzen. Ja, aber gucken wir nochmal. Siehst du? Ja, ich glaube, das ist ganz rechts, ja, oder? Richtig, ist richtig. Ist eins weiter weg, ja. Ja. Sieht zumindest so aus. Ich würde auch der nur nicht sagen, würde ganz rechts sagen. Nee, ich nicht. Nee, ganz rechts. Nee, das ist ja direkt unter dem vorletzten Punkt. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Letzte Punkt ist doch viel weiter links. Nein, ist er nicht. Nein, wir meinen den dritten da. Genau. Der dritte von links sozusagen. Ja. Ich glaube, das ist einfach. Achso, nur ihr seht den Mauszeiger ja nicht. Verzeihung. Doch, die ist sehen wir nicht. Doch. Okay. Ich sehe euren Punkt, wir machen den vorletzten. Nein, den. Den würde ich machen, in der Mitte, genau. Genau. Na toll. Ah, Moment. Stimmt. Oh, yes! Was ein mechanisches Wunderwerk dieses Spiel so doch ist. Sie war nicht so schön. Das Spiel hätte cooler sein können. Ja. Ich wünschte, wir hätten die Lupe für irgendwas gebraucht. Und jetzt bringen wir sie um. Die Lupe. Oh, ich weiß, wofür man die Lupe gebraucht hätte. Und jetzt bringen wir sie um. Oh. Okay. Ich dachte mir gerade, Lupe, Moment. Gab es irgendwas, das zu winzig war, um es zu erkennen? Das hätten wir einfach haben. Geht die Lupe auf die Uhr, auf die kleine Uhr? Oh mein Gott. Welche das, kleine Uhr? Achso, nein, das wäre jetzt. Das wäre nicht okay. Kleine Uhr in dem anderen Bild von Mr. Crow. Ja. Aber es ändert nicht wirklich viel. Oh, meint ihr, das ist die 2 oder die 3? Jetzt sehe ich das auch. Achso, jetzt sehe ich das auch. Wir schießen ein letztes Mal. Aber kein wir Foto. Schießen ein letztes Foto. Oh, das macht sie ziemlich freiwillig. Ich unterstütze gerade. Sie stirbt für ihre Kunst. Ich unterstütze Flullis Theorie, warum die hierher kommen. Sehr schön. Nein. Die Glasscheibe. Morgi, so. Die Glasscheibe. Mein Gott, die ist so bereit. Haltet sie doch nicht weiter ab. Oh. Das ist nicht der Hintergrund, den ich kannte. Das ist moderne Kunst, ihr versteht das nicht. Spiel ist nicht im Jahr 1918. Ich wollte gerade sagen, ist nicht so modern. Ist alte Kunst. Alte moderne Kunst. Ein neuer Tag im Rusty Lake Hotel. Woo!
Hast du wundervoll nachgemacht, den Schrei. Und da ist der Rotwein. Rotwein. Ich weiß schon, wo wir die Tomaten finden. Sind. Oh, wir sind so gut wie fertig, Jungs. Und rein also, da. Ich glaube, es kommt noch am Ende dann ein extra Raum. Also wir sind noch nicht so ganz fertig. Kommt noch ein bisschen was. Aber Mr. Bohr kennen wir schon. Das geht schnell. Ja, wir haben nicht viel Zeit. Das ist das Problem. Mave wollte nicht länger als eine Stunde. Und wir sind jetzt bei 51 Minuten. Aber... Ja. Dann machen wir... Ist ja nicht schlimm, wenn der letzte Part ein bisschen kürzer ist. Aber bei Mr. Bohr haben wir ja auch alle Zutaten. Wir wissen, wo die Tomaten sind. Ja, danach kommt... Und dann wisst ihr, was ich als Plot-Twist mache? Das ist für den Zuschauer irrelevant. Aber ich werde einfach den Rest, den wir dann aufnehmen werden, am Ende dran schneiden. Wow. Das könntest du machen. Wow. Dann würde ich sagen... bis gleich. Es wird eine Woche vergehen das heißt für uns. Nächste Woche, ja. Ja. Er bringt es bestimmt schon vorher raus. Nee. Aus Versehen. Also, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Partygast. Und dann, keine Ahnung, was danach passieren wird. Hallo. Und es wird uns wie ein Déjà-vu vorkommen, wenn wir bei ihm sind. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir werden wissen, was wir zu tun haben. Ich bin froh, dass wir dafür nicht extra, dass wir uns dazu entschlossen haben, keine extra Folge dafür anzufangen. Ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr viel kommen. Und ich verstehe absolut, wie Maeve auf eine Spielzeit von 2 Stunden kam. Ja. Das war der Plan. Aber ich habe bestimmt geschummelt. Wir wollen Raum 3. Oder? Ich habe wahrscheinlich einfach nicht die 100% gemacht. Nee, das ist auch versinnt. Dann war es 2. Ja, es war 2. Wir hatten mit Raum Nummer 2 aus irgendeinem Grund angefangen. Ja. Weil ich das gesagt habe. Oh, wirklich? Okay. Ja. So, wir werden erstmal die Tomaten holen. Oh nein, dafür muss er wohl erst einmal da gewesen sein. Okay. Der braucht erstmal das Essen vom Vortag. Nochmal. Salat? Nee, nicht den Salat. Doch, er bekommt den Salat. Kommt ja, Salat. Auch. Ja, aber stimmt. Das meine ich nicht mit Essen vom Vortag. Das muss er erstmal bluten. Ja, yeah. Also, jetzt gibt es erstmal eine Kotstulle. Lass sie Blut schwitzen. Fleisch mit Salz ist besser. Blam. Spuckt ihm ins Gesicht. Oh ja, und dann braucht er Klopapier. Ich erinnere mich noch daran, wie alles geht. Das Einzige, was mich stört, ist, dass wir die Reihenfolge von den Affen immer noch nicht wissen, wo man die erkennt. Oh. Aber irgendwie müssen wir sie hinbekommen. Ich war sehr verwirrt, als du das gelöst hattest. Ich dachte mir so, hä, das hat doch wo ganz anders angefangen. Wir müssen wahrscheinlich mehrfach aufs Klo gehen lassen. Oh ja. Wir haben beim letzten Mal, haben wir noch dauernd irgendwie auf den Pott geschickt. Ja, genau. Auch einfach dieses dreimal, sechsmal den... Ich habe diesmal Sandwich in anderen Reihenfolge gemacht. Und zwar erst Kot und dann Salat. Oh. Habe ich auch gesehen, aber dann wurde das Salatblatt da drunter geschoben. Ich hau das mehr durch. Der hat das Salatblatt unter den Kot gelegt. Das habe ich genau gesehen. Hier ist du Klopapier, mein Alter. Er lässt die Reihenfolge gleich, auch wenn du es veränderst. Das hat mich immer getriggert bei der Spongebob-Folge. Yeah. Wir haben Tomaten. Lecker. Wer isst die denn eigentlich jetzt? Geht zurück zur Küche. Ich bin Pesketarier, ich esse kein Wildschwein. Also ihr müsst das machen, Jungs. Du bist schon tot. Ach ja, wir müssen das erst noch zu Ende machen, bevor wir irgendwo anders hingehen können. So. Drückt euch nicht vor der Verantwortung. Welche Verantwortung? Ihr müsst den essen. Ach so, ich werde ihn essen. Das hat mich tot, Moggy. Bei der SpongeBob-Folge. Du bist tot. Selber tot. Was soll das denn? Sind das hier für Beleidigungen darüber, ob man lebt oder nicht? Moggy, du hast dich reden, du bist tot. Nein! Theoretisch lebt er noch. Gerade. Boah, Spielstopp, Mann. Moggy, so geht das nicht. Nein, wir werden jetzt wir hauen jetzt Opium. Ich bin dafür. Mit Opium. Alter, das bringt den richtigen Schwung. Ich habe legitim keine Ahnung, was für einen Effekt das auf einen hat, wenn man Opium raucht. Ich weiß nur, es ist ja ein Schmerzmittel irgendwo. Also es wird als Schmerzmittel verwendet, aber ich weiß nicht, wie der... Also ich habe das halt nie recherchiert, wie der Effekt ist, wenn du es rauchst. Ja, das weiß ich auch nicht. Gib mir einen Zehner. Aber war das mal so... Wir finden es raus.
Das war ja mal so super populär, vor allem Großbritannien, ne? Ja, sehr viele von diesen Dingen waren mal sehr populär. Das ist wahr. Marihuana auch. Sie werden nicht ohne. Ja, das war mal. Danke, Bruder. So, wir haben ein Messer. Das heißt, wir werden ihm jetzt erstmal noch eine Kotstulle machen. Ja, er muss weg. Wie kann es eigentlich sein, dass das Brot immer wieder voll ist? Ja, das ist total beim Rest macht es Sinn, aber sonst. Nee, hallo? Das ist voll gut. Damit könnten wir den Welthunger heilen. Wir müssen das untersuchen. Ich weiß nicht, ob Brot alleine allzu viel heilen wird. Ja, natürlich nicht, aber. Brot ist doch nicht auf. Endlos Brot hat einen Effekt. Okay. Der wollte nicht mehr essen. Hat sich einfach gedacht, ich bin schon voll. Das ist nicht Blum. Mein Problem. Ich wollte vorhin kurz erwähnen, es gibt eine SpongeBob-Folge, wo SpongeBob die Reihenfolge, wie er den Burger macht, vergisst. Und dann erinnert er sich wieder. Aber die Reihenfolge, an der er sich erinnert, ist eine andere, als wir am Anfang etabliert haben. Das ist so. Das habe ich als Kind auch immer festgestellt und das hat mich ja auch immer sehr gestört. Das muss Absicht gewesen sein, oder? Ja. Wieso sollte man das sonst machen? Irgendwann habe ich mir auch gedacht, dass. Oh, pass auf! Jetzt, voll in den Kopf. Vor allem, weil er extra sagt, genau in dieser Reihenfolge! Oh, so. Das war nicht genau die Reihenfolge. Genau auf die Nuss! Und damit haben wir Wildschweinrippen! So einfach. Wildschweinrippen! Oh, da, auf die Nuss von einem Wildschwein, da wäre ich auch. Da wäre ich dabei. Was? Die Nuss eines Fleisches, boah. Das ist der gute Teil. Mal gucken, vielleicht ist das nicht angestellt. Das weiß ich nicht, was das heißt. Wir haben nicht auf das Symbol geachtet. Das ist egal. Nee, wir schaffen das. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Wie können wir das nur? Wie lange soll das dauern? Die Nuss, auch Kugel oder Blume genannt, ist ein Teil aus der Keule von Rind, Kalb oder Schwein. Die anatomische Bezeichnung lautet Musculus rectus femoris. Also das ist der Arsch. Rectus. Deswegen, ja. Okay, seid ihr bereit für das Finale? Yeah. Jemand hat Mr. Boar gegessen. Doch, Mr. Owl. Doch, Mr. Owl. Mr. Owl möchte sie auf seinem Zimmer sprechen. Oh oh. Dann würde ich sagen. Ich dachte, ich bin Mr. Owl. Wer sind wir denn dann? Okay, es war doch andersrum. Also, ich dachte, wir spielen Mr. Owl, aber sind wir nicht. Die Rusty Lake Zigarren. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie Zigarren, aber da steht auch Zigars drauf. Also. Rezepte. Naja, das ist wohl. Rezept. Okay, Jungs, jeder kriegt eine Zigarre. Jetzt sind wir die Big Boys. Ja, jetzt sind wir Männer von Welt. Die pafft man, ne? Die darf man ja, die darfst du nicht, ne? Die darfst du nicht auf. Nee, mach. Nee. Was hast du Angst oder was? Also, wenn du das machen willst, mach das, aber ich empfehle es dir nicht. Ich meine, es ist auch nicht wirklich die. Wie man es macht. Also. Sind wir bereit? Ja. Ja. Unhöflich, Mr. Owl. Wenn du es auf Lunge ziehen müsstest. Guten Tag. Guten Tag. Hier sind wir beim letzten Abendessen. Und danke für all die, an alle für die Erinnerungen. Ja, genau. Und er hat die Zigarre. Und Harvey, danke für die Zigarren. Wir sind Harvey? Auch der See wird dankbar sein. Oh oh. Scheinbar. Schwarzen Würfel. Stimmt, auf das Zigarrenpackung waren drei Würfel. Doch, hier sind auch drei. Oh. Ich traue dem Pagen nicht, dem gebe ich kein Trinkgeld. Ich mag den Hasen. Oh, den haben und den Hasen nicht. Oh, weil die jetzt alle tot sind, sind die jetzt Teil des Sees, oder? Mhm. Wir machen neue Erinnerungen. Erinnerungen bringen zurück. Oh, viele Köpfe. Wie lautete das nochmal? Wir produzieren Erinnerungen? Das war so eine seltsame deutsche Formulierung. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nur, die Erinnerungen gehen zurück. Wir erstellen Erinnerungen, glaube ich. Ja, am Anfang des Spiels. Ach so. Ja, das stimmt. Okay, eins. Zwei. Nein, warte, zwei. Ah, oh Gott, was ist die Reihenfolge? Muss ich denn eine gewisse Reihenfolge anklicken? Ich weiß es gar, ich habe gar keinen Plan. Ja, keine da sind doch Rohre drüber. Haben die verschiedene Anzahlen? Nee, eins, ja, zwei. Aber es gibt von jeder Anzahl in Rohren eins. Schau mal auf die Köpfe, die Schädel und die Dinger an der Wand und so. Okay, pass auf. Das ist jetzt ein Rohr oben und zwei so Fenster, okay? Mhm. Das ist ein Rohr und ein Fenster. Also wir machen das.
1. Und dann 1, 2. Dann haben wir 2, 1 quasi. 2, 2. 3. Aber es gibt nur eine 3. Ja. Ja, das war nicht richtig. Was ist mit den Skeletten von den Tieren? Können wir da irgendwie eine Reihenfolge so interpretieren? Nicht so wirklich. Ich war jetzt ein bisschen lost, wie du das mit der Reihenfolge meintest. Meinst du halt erstmal, wenn keine Einteilung im Fenster ist, dass das erste und dann sonst von den Rohren ausgehen? Also was ich als Zahl gesehen habe, war das Rohr oben und wie viele Fenster es sind. Ah, okay. Ist es vielleicht einfach die Reihenfolge, in der wir sie umgebracht haben? Ja, auch noch möglich, ja. Zuerst der Hirsch. Dann der Hase, dann der Fasan, dann das Schwein. Woher kennen wir, dass wir es falsch gemacht haben? Keine Ahnung. Gute Frage. Außerdem ist das da ja nicht. Das ist ja nicht der Rabbit, den wir umgebracht haben. Nee. Deswegen, der fällt irgendwie aus der Reihe. Kannst du mit dem Essen interagieren? Also. Hirsch, Hase, Fasan. War hier das Schwein? Rechts, ja. Ja. Schwein und... Diesmal sehen wir deine Maus wieder nicht. Wir haben aber Taube erst vor dem Schwein umgebracht. Ach stimmt, die Taube. Ist die Taube. Gesundheit. Also Hirsch. Hirsch. Gesundheit, Hase. Ja. Yeah. Nein. Nee. Nein, gar nicht. Hase. Dann, nein, Fasan war, Taube war Taube, vor Fasan. Taube erst. Ja, yeah. Hirsch, gar nicht Fasan. Hase, Taube, dann Fasan. Ja. Yeah. Und dann Schwein. Und dann Schwein. Haben wir den Hasen so früh umgebracht, tatsächlich? Vielleicht war der Hase auch... Nein, der Hase war der Zauberer. Vor dem Fasan. Oder? Dann war der Hase nicht erst. Der Hase war der Zauberer, ja. Nein, zuerst Hirsch. Nein, Moment, vielleicht. Nee, sollen wir nach der Reihenfolge von den Rezepten vorgehen? Das können wir auch nochmal versuchen. Das geht auch. Aber wo fängt's an? Hirsch, aber das ist noch die Reihenfolge, in der wir sie umbringen. Wildschwein. Nein, Fasan. Doch. Hirsch, Wildschwein, Fasan. Haben wir das Wildschwein zuletzt gemacht? Ja. Hase, Taube. Ja, aber wir haben die doch in der Reihenfolge umgebracht, weil die Rezepte. Nein, die sind halt in einer anderen Reihenfolge. Also, fangen wir an. Hirsch, Wildschwein. Dann der Hase zufälligerweise. Wir mussten die doch in der Reihenfolge machen, damit wir die Zutaten für die Rezepte haben. Hirsch, Wildschwein, Fasan. Oh, Fasan war's. Okay. Fasan, Kaninchentaube. Hirsch, Wildschwein, Fasan. Wildschwein. Fasan, Kaninchen. Kaninchen. Ups. Taube. Ja. Richtig Geräusche? Dieses. Oder kommen die immer bei denselben? Dieses, was ist unter der Glocke? Unter der Dinnerglocke. Ich kann hier halt nichts anklicken. Da geht auch nichts. Schauen Sie. Wie heißt die nochmal? Diese Verdeckung. Weiß ich nicht. Glocke? Ich denke, Glocke müsste schon stimmen. Okay. Oh, wirklich? Ja. Man muss ihn einfach nur 50 Mal anquatschen. Hä? Jetzt muss ich die Würfel anklicken. Wir haben das sehr viel komplizierter gemacht, als es letztendlich war. Das macht das Spiel aber nicht zum ersten Mal, dass man irgendjemanden 20 Mal anquatschen muss, bis es passiert. Ja, das ist in diesem Teil ein bisschen seltsam. Hm. Wir mussten ihn auch 6 Mal den Vogel elektrifizieren und wir mussten ihn ganz oft auf die Toilette schicken. Die Würfel. Die Würfel. Nimm doch die Würfel. Wofür? Versuch's doch. Mein Gott. Jetzt ist zu spät. Ding dong. Fortsetzung folgt. Was? War das so? Ja. Was ist denn das für ein Ende jetzt? Glückwunsch, du hast Rusty Lake Hotel erfolgreich beendet. Danke fürs Spielen. Wir hoffen, dass dir ein Aufenthalt im Hotel gefallen hat. Über eine Bewertung würden wir uns freuen. Und darauf haben wir eine Woche gewartet? Haben wir nicht. Und deine Sterne? Wie warst du? Doch, alles. Wir haben eine Woche darauf gewartet. Okay, unser Code ist 1894. Oh. Das ist für Cupid's Cape Birthday. Okay, das. Oh. 1894. Huh.
Okay, das war Rusty Lake Hotel. Ich habe den Teil ein bisschen aufregend in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, die Rätsel waren jetzt auch alle... Ich dachte, das Ende wäre irgendwie runder. Ja, yeah, die Rätsel waren auch irgendwie alle sehr minimalistisch. Aber wir werden Cooper's Camp öfter nicht nochmal spielen, Fully. Musst du den Code wieder schreiben. Was war denn der Nachfolger? Ich dachte trotzdem. War Roots denn der Nachfolger, weil da vor uns ein Volk steht? Ich glaube ja. Ich denke, danach wird Cooper's Camp erstmal wieder ein Teil gekommen sein und sonst wäre der Code ja nicht dafür. Oh, kam wirklich Birthday nach Rusty Lake? Ja, ja, sie haben nach Rusty Lake dich komplett an. Ich meine, es kommen generell noch Cube Escape Teile. Cube Escape Roots ist der 2020 kam. Ha, okay. Also, sie bringen immer noch Cube Escape Teile, auch wenn nebenbei Rusty Lake kommt. Aber ja, ich würde sagen, das war Rusty Lake Hotel. Das war ein nerviges, nicht nerviges Ende, aber es war ein bisschen unspektakulär. Vor allem haben wir eine Woche darauf gewartet. Aber gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden uns auch an die anderen Teile wagen. Aber wahrscheinlich nicht direkt danach. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Nerviges Spiel. Ja. Ah, das war ja wirklich kurz jetzt. Ich dachte, da kommt noch eine halbe Stunde jetzt oder so.